Ja, moin. Wir sind's wieder heute mit einem ganz anderen Thema. Heute das Thema unglaublich teuer. Help-to-Do ist wieder am Start mit mir, Oliver Bender. Mit dabei habe ich meinen Tobi. Ohne den kann ich ja gar nicht, das habe ich euch schon mal gesagt. Und heute habe ich das Thema unglaublich teuer, weil ich es eigentlich immer wieder höre in meinen Erste-Hilfe-Kursen. Das ist unglaublich teuer, wenn es um Defibrillatoren geht. Defibrillatoren, die Lebensretter schlechthin. Natürlich kosten sie Geld, gar keine Frage. Aber sie können mit Menschenleben retten. Unglaublich teuer höre ich in dem Moment immer, dass man sagt, wenn es um die Anschaffung geht. Liebe Unternehmen, ihr könnt es absetzen, egal wie die Situation ist. Das heißt also, man kann einen Defibrillator sich anschaffen für die Firma, man kann es anschließend dementsprechend absetzen und man hat hier einen neuen Mitarbeiter, der im Prinzip über die Laufe der Jahre keine Kohle wegfuttert, sondern wirklich da ist, wenn es um ein Menschenleben zu retten geht. Ich höre es natürlich auch immer für die Privatperson. Die Privatpersonen sagen immer, Mensch, das ist unglaublich teuer, wir hätten das ganz gerne auch und und. Und da haben wir uns auf die Fahne geschrieben, in den letzten Wochen, in den letzten Monaten Projekte ins Leben zu rufen. Und die Projekte sind dann urplötzlich nicht mehr so, dass man sagt, ein Lebensretter ist unglaublich teuer. Straßen. Straßen haben sich zusammengerottet, eine Straßengemeinschaft gegründet, die Geld gesammelt haben und haben gesagt, nur im Gemeinschaftlichen, also im Team, im Komplott, ist so ein Defibrillator gar nicht mal so unglaublich teuer, sondern man sammelt Geld in der Straße. Und das haben wir mit Help2Do jetzt nicht das erste Mal gemacht, sondern wir haben es schon mehrfach gemacht. Wir unterstützen da auch dabei, vom Anfang mit Beratung über den Kauf bis hin nachher mit der Schulung, dass man sagt, den Defibrillator wirklich zu unterstützen oder euch dabei zu unterstützen, für eure Straße, für eure Gemeinschaft so einen Defibrillator hinzubekommen, ohne dass es nachher wirklich an einem Punkt ist, dass man sagt, der ist unglaublich teuer. Ich höre es jeden Tag in meinen Schulungen, wir hätten ganz gerne so einen Defibrillator, wir hätten ganz gerne so einen Lebensretter, aber er ist einfach unglaublich teuer. Was kostet ein Menschenleben? Ein Menschenleben ist definitiv mehr wert als mal eben die Anschaffung eines Defibrillators. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, gerade in dem Bezug Defibrillator oder auch unglaublich teuer, weil viele sagen ja auch immer, Mensch, so ein Rettungswagen ist unglaublich teuer. Ersthelfer sind unglaublich teuer, die dementsprechend zu haben. Mit allem drum und dran kann man immer sagen, es ist nicht so. Ersthelfer werden über die Berufsgenossenschaft, wenn es betrieblich gemacht ist, mal eben über die Berufsgenossenschaft getragen, die Kosten. Ansonsten ist der Kostenfaktor für einen Ersthelfer auch immer überschaubar. Also hier haben wir in unserem Bereich das erste Mal so einen Turn, wo man sagt, wir sind nicht unglaublich teuer, weil wir kriegen unglaublich teures Wissen vermittelt, um mal eben ein Menschenleben zu retten. Da kann ich dir voll zustimmen. Also unglaublich teuer. Da kommt es aber dazu, was ist denn wirklich teuer? Und die unglaublichsten Geschichten eigentlich, ich nehme die Wörter wieder auseinander, die man hört, warum man eigentlich kein Defi anschafft, überwiegen dort oder auch, ich kriege es halt ganz oft an den Schulen, die bringen halt dann die Defis mit und den zeigen die und dann haben wir einen, wo wir vorne noch so ein Video drauf abläuft, wo einem gezeigt wird, wie man Ich dachte, die die. sind sprachgesteuert. Die Ja, können nur sprechen. stimmt, können die auch. Nein, natürlich können die sprechen. In Deutschland sprechen sie Deutsch. In Ja. manchen Regionen in Deutschland sprechen die halt Englisch, weil die halt Englisch eingestellt sind. Aber du hast doch gerade irgendwas von Ansonsten einem. wartet doch mal ab. Aber ich bin ungeduldig. Das ist ja einfach. Ungeduld war Ja. schon immer meine Tugend, die ich nicht hatte. Ich weiß. Danke. Unsere Defis haben ein Video mit drauf, weil wir noch viel, viel mehr Menschen ansprechen müssen. So, jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir ganz viele, wir sind ja, Deutschland ist ja auch eines der Länder, die ganz viele Besucher haben. Und ich weiß nicht, ob jeder, der Deutschland besuchen kommt, Deutsch spricht. Aber Defibrillatoren in öffentlichen Gebäuden, weiß ich, die sprechen immer die internationale Sprache. Englisch? Englisch. Muss ich dir widersprechen? Sprechen nicht immer Englisch? Nein. Stellst du sie auf Englisch ein? Ja, man kann sie einstellen. Also es gibt Geräte, kann man sprachtechnisch wirklich einstellen. In Berlin ist es so, alle Defis sprechen Deutsch. Ja, das ist auch gut. Dann haben wir zu. Amtssprache Deutsch. Ja, so. Ist leider so. Ja, ist auch gut. Dann haben wir zumindest mal den Punkt, wo man sagt mit dem Defi. Aber du hast eben gesagt, da gibt es noch weitere Fortschritte, was Defibrillatoren betrifft. Ja, Videos drauf. Aber du unterbrichst mich ja immer. Ja, Entschuldigung, ich bin ungeduldig. Dann sag mir das. Ich weiß nicht, ob ihr ungeduldig seid, aber was ist ein Video? Da wird ein Video drauf vorne abgespielt, wie du was zu machen hast. Da steht, wird zum Beispiel gezeigt, du musst den Oberkörper komplett frei machen. Da wird dir angezeigt, wie du die Pads zu kleben hast. Dort wird dir angezeigt, Hände weg, Schock empfohlen. Dort wird dir angezeigt, wie schnell du drücken musst. Das heißt also, ich bräuchte nicht zuzuhören, ich könnte auch einfach dem Film folgen. Natürlich. Ich brauche der deutschen Sprache nicht mächtig zu sein. Nein, brauchst du nicht. Ich brauche auch nicht wirklich hörfähig zu sein, weil wir haben ja Nein, auch brauchst. Leute, die nicht hören können, die können den Defibrillator also auch benutzen. Natürlich. Körperlich eingeschränkte Menschen, die Hilfsmittel nutzen können. Wie cool ist das denn? Ich weiß.
Finde ich eine coole Nummer, ja. Ich hatte das jetzt am Montag auch wieder, waren wir in der Schule, wo Integrationskinder sind oder Inklusionskinder. Und die haben unseren Defi gesehen, wie, was ist denn das? Warum hat man uns das nicht gesagt? Naja, wir wurden ja nicht gefragt. Die hatten dort ein Defi, was ich toll finde. Eine Schule mit 1600 Schülern und Schülerinnen, die einen hängen hatten. Ja, aber warum wird da nicht viel mehr für Werbung gemacht? Ich so, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wer bei euch war, wer die beschafft hat oder sonst irgendwas. Derjenige, der beschafft hat, saß auch mit im Kurs. Das war das Schöne. Ja, und es der gibt wurde natürlich halt unterschiedliche Hersteller, ne? Die Defis an sich, die Funktion ist immer gleich. Sind wir uns einig? Also wenn ich ein Defi bedienen kann, kann ich sie alle bedienen, sagst du? Ja. Das heißt also, sie sind so super einfach, dass man sagt, jeder Defi ist gleich? Ja. Geil. Bei den einen ist es nur, da musst du den Schock manuell absetzen, da musst du das Knöpfchen drücken, ja, und die anderen setzen ihn automatisch ab. Also hast du einen Halbautomaten und einen sogenannten Vollautomaten. Ja. Ja. Der Vollautomat, der alles sehr eigenständig macht. Genau. Und der Halbautomat, der immer noch auf den Helfer mit dem Drücken dementsprechend angewiesen ist. Genau. Ja. Aber mit Video, mit allem drum und dran. Ja. Aber die sind unglaublich teuer. Nein, sind sie nicht. Doch, unglaublich. Was heißt denn unglaublich teuer? Naja, unglaublich teuer ist 2000 Euro, 4000 Euro. Ja, aber finde ich für ein Menschenleben nicht teuer. Naja, das ist ja auch nicht nur der Defibrillator, der 2000 Euro beinhaltet, sondern ist ja auch das komplette Zubehör, das, was mit da drin ist. Das heißt also, mit dem Gerät kauft man ja alles, was irgendwo wichtig ist, um mal eben den Menschenleben zu retten. Ja. Das ist natürlich auch schon mal viel wert, ne? Man kriegt eine Einweisung. Nein. Doch. Muss ich die Einweisung denn haben? Zwingend erforderlich? Also müssen tut man gar nichts. Aber ich kann es nur jemandem ans Herz legen. Ja. Und wie ich den anwende, kriege ich das auch gezeigt? Das kriegst du bei uns in jedem Erste-Hilfe-Kurs gezeigt. Wieso in jedem Erste-Hilfe-Kurs? Aber so ein Defi muss doch nicht in jeden Erste-Hilfe-Kurs. Naja, aber da haben wir ja wieder das Wort Qualität. Und wir sagen, wir zeigen in jedem unseren Erste-Hilfe-Kurs bis auf Erste-Hilfe am Hund. Dort halt nicht, weil die meisten Hunde sind zu leicht. Die wiegen unter 25 Kilo. Das ist einfach so. Ich weiß auch gar nicht, was das für ein Hund gedacht ist. Da können wir ja mal die Hersteller fragen, ne? Unser Hersteller könnte man ja fragen, Mensch, kann man auch auf ein Tier so einen Defibrillator kleben? Ja, aber das ich hab's noch nicht probiert. Da sind aber auch zu viele Haare im Weg. Ja, da ist alles im Weg. Also, Vierbeiner weg, außen vor, aber für uns Menschen ist das Gerät mal eben so, dass man sagt, ein Menschenleben rennen. Absolut. Und unglaublich teuer ist im Leben nichts. Wenn man sich für Erste Hilfe entscheidet, wenn man sich dafür entscheidet, ich möchte mein Unternehmen ein Stück weit sicherer machen, ich habe nicht nur die erforderlichen Ersthelfer. Wie sind denn eigentlich die gesetzlichen Zahlen? Weißt du das, wie viel Ersthelfer, wie viel Brandschutzhelfer man... Ich glaube, ab dem 10 Beschäftigten brauche ich, glaube ich, einen Ersthelfer, ne? Ja, wenn du nur eine Schicht arbeitest. Ja. Wenn du zwei Schichten arbeitest. Ja, dann brauche ich schon einen Ticken mehr. Wenn ich ein Dreischichtsystem habe, brauche ich natürlich auch schon einen Ticken mehr. Und die sind eventuell im Urlaub, ne? Oder auch eventuell krank sind die auch noch, ne? Also man sagt, 10% der Belegschaft sollten Ersthelfer sein. Top wären natürlich mehr. 5% sollten Brandschutzhelfer sein. Brandschutzhelfer müssen spätestens alle 5 Jahre geschult werden. Ersthelfer spätestens nach 2 Jahren, ansonsten erlischt diese Zertifikat. Wenn ich jetzt so ein richtig, richtiger Ersthelfer bin, ja, und ich sage, ich will das jedes Jahr machen, kann ich das jedes Jahr machen? Natürlich, da freuen wir uns, dich jedes Jahr zu sehen, so. Olli. Wir freuen uns jedes Jahr, dich zu sehen. Du darfst das auch jedes Jahr machen. Das hört sich gut an. Das heißt also, jedes Jahr eine Wiederholung und somit feste ich ja natürlich im Endeffekt mein Wissen. Ja, und auch da wieder, wie wir es so oft schon gehört haben, ja, ich brauche ihn ja noch einmal zu machen und dann gehe ich in Rente. Nein. Und wo dann meins wieder so kommt, naja, wenn du jetzt 65, 67, 69 bist, weißt du dann das jetzt noch, was ich dir jetzt beigebracht habe? Ich hoffe, den groben Teil weißt du dann noch. Warum machst du es nicht mit deiner Frau zusammen? Wir bieten Seniorenkurse an. Voll toll. Ihr kommt abends zu uns, 3-Stunden-Kurs, ihr kriegt mitgeteilt, was sind die wichtigsten Futures, lernt, wie man so ein Defi ansetzt. Wenn du jetzt noch ein guter Gastgeber bist, ne? Und für die Kurse mal eben noch ein Käffchen oder einen Tee anbietest abends, dann wäre ich natürlich dankbar und komme um Vielfaches lieber zu dir. Soll ich dir was sagen? Ja. Haben wir. Ist nicht dein Ernst? Ja, doch. Mach doch sowas nicht. Echt jetzt? Ja. Oh, habt ihr gehört? Also, es ist nicht nur so ein Punkt, wo man sagt, unglaublich teuer, so ein Defibrillator. Es ist auch unglaublich unbezahlbar, gute Ersthelfer zu haben, glaube ich. Vor allen Dingen überlegt mal, auch für euch mal privat, für wie viel Unsinn ihr schon Geld ausgegeben habt. Wenn ich mir überlege, wir haben ja alle so ein Smartphone, ne, so was man so ans Ohr hält, egal was für eine Firma es ist. Und die sind mittlerweile so teuer. Klar kriegt man es in einem Vertrag finanziert oder dies oder jenes, aber wie viel Geld man bereit ist, dafür auszugeben. Das heißt also,
wenn du jetzt schon anbietest, mir so ein Handy auf Pump zu kaufen, könnte ich auch so einen Defibrillator irgendwie auf Pump mir organisieren für meine Firma. Na, selbstverständlich, sogar auf Leasing. Nein. Ja. Oh, das ist ja krass. Unglaublich teuer. Unglaublich teuer. Müssen die Dinge auch gewartet werden? Unglaublich teuer? Nein. Nein, alle 2 Jahre, ne? Ja. 2 neue Elektroden rein und dann passt das Ganze schon mal. Alle 4 eine neue Batterie. Also so teuer sind sie wirklich nicht. Und Defibrillator kann man nicht. Liebe Firmen, ihr könnt es absetzen. Es ist, was ihr absetzen könnt, was für eure Kollegen und Kolleginnen ist. So, ich werfe nochmal was in den Raum. Für alle Privatpersonen im Dings. Wenn man so eine Interessengemeinschaft hat, für alle Vereine. Es gibt mittlerweile Landkreise, die unterstützen die Anschaffung von Defibrillatoren. In dem Moment, wo sie urplötzlich sagen, Mensch, wir sponsern einen gewissen Teil an Geld, um genau diesen Defibrillator anzuschaffen. So ist es in meinem Landkreis, wo ich herkomme. Hier stellt der Landkreis bei einem vernünftigen Antrag, also man stellt einen Antrag, man sagt, was man vorhat damit, ne? Da geht der Landkreis hin und sagt ganz einfach, wir bieten euch oder wir geben euch zu eurem Gerät 500 bis 600 Euro mit dazu. Ja. Und von daher wird es aus unglaublich teuer, dann doch unglaublich interessant, vielleicht eine Straßengemeinschaft zu machen und aus dem unglaublich teuer mal eben einen Lebensretter zu implantieren. Mit Rat und Tat stehen wir euch zur Verfügung. Ich weiß nicht, ob es in eurer Nähe Lebensretter gibt, auf die man mal eben zugreifen kann. Lebensretter in Form von Defibrillatoren, die unglaublich wichtig sind. Um es mal, ich war im Urlaub dieses Jahr über dem großen Teich. Ich dachte, du machst keinen Urlaub. Doch, auch ich darf Urlaub machen. Über dem großen Teich drüber und man schimpft ja immer so die Amis und dies und jenes. Aber ich muss sagen, ich habe noch nie so viele AEDs und Defis gesehen, wie ich dort gesehen habe. Wirklich noch nicht. Ich weiß nicht, ob die alle gewartet werden oder nicht. Darauf habe ich jetzt nicht. Aber allein die Anzahl, die es dort gab, hat mich beeindruckt. Es ist erschreckend. Das ganze Ausland ist so, ne? Geht mal nach Holland. In der Fußgängerzone haben wir hier die Defibrillatoren so, dass man wirklich sagen kann, jeder kann sie zugreifen. Und jeder, der es sich zutraut, also es ist nicht so, dass man sagt, ich muss ausgebildeter Ersthelfer sein. Ich brauche da keine Einweisung für. Jeder von euch da draußen, der sich zutraut, in einer Notfallsituation das scheiß Ding von der Wand zu nehmen, der darf das Ding anwenden. Traut euch, er führt euch per Sprachsteuerung so, dass man wirklich sagen kann, ich kann hier großartig nichts mehr falsch machen. Im Leben ist nichts unglaublich teuer. Außer unseren Luxus, den wir uns selber bescheren wollen. Das ist unglaublich teuer. Und für ein Leben darf nichts zu teuer sein. Welchen Luxus habt ihr? Mein Luxus ist Defi? Nein, ist kein Luxus. Welchen Luxus habt ihr? Luxus ist ja immer relativ. Aber für mich ist ein Defibrillator kein Luxus, sondern wirklich ein Gerät, was man irgendwo haben sollte, wenn es in der Notfallsituation wirklich hart auf hart kommt. Genau. Unglaublich teuer. Es ist jemanden zu verlieren. Emotional. Menschen, ja. Hätte man gewusst, wie, wo, was hängt oder wie man sowas hat. Aber dürft ihr selber drüber nachdenken. Ich bin mal gespannt. Ich würde in den Kommentaren einfach mal hören, wo ist bei euch der nächste Defibrillator? Habt ihr solche Geräte irgendwo in eurer Nähe? Und wenn ihr wirklich Interesse habt zu sagen, Mensch, der Defibrillator mit dem Bildschirm, da hätten wir Bock zu, den mal kennenzulernen, den mal irgendwo zu sehen. Ruft uns an, schreibt uns an, gebt uns in die Kommentare, lasst uns irgendwie gerne auch mal anreisen. Wir kommen zu euch, wir stellen es euch vor, genau dieses Gerät. Und dann hoffen wir, dass aus unglaublich teuer unglaublich viele Geräte werden. Unglaublich viele Hilfe für euch. Flächendeckend irgendwo, dass man auch wirklich sagen kann, zu jeder Zeit an jedem Ort haben wir innerhalb von kürzester Zeit mal eben den Defibrillator. Ihr merkt, mir liegt das Thema am Herzen, gerade was den Defibrillator betrifft, weil ich persönlich auch ganz einfach weiß, dass er ein Menschenleben retten kann. Ich habe es am eigenen Leibe mitgekriegt, also nicht bei mir, aber ich kriege es einfach mit, dass man sagt, wenn der Rettungswagen vor Ort ist, einen ansprechbaren Patienten nach Reanimation, ist immer angenehmer als ein Patient, wo man wirklich noch arbeiten muss. So, und mein Schlusswort, es ist unglaublich einfach, so ein Gerät wirklich zu bedienen. Ist es wirklich? Und damit freue ich mich auf die nächste Folge mit euch. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit uns. Ich freue mich auf die Kommentare. Hat man so ein Ding schon mal angewandt? Wer hat das Ding schon mal angewandt? Wie ist der Umgang mit dem Ding gewesen? Ich freue mich auf Erfahrungswerte von euch. Ich sag tschüss. Ich sag mal Ahoi. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao.